Und damit herzlich willkommen bei mir und Steve. Mein Name ist Steve und wir spielen heute für euch, weil wir schon mal probiert haben und einfach verkackt haben, heute nochmal Horror Globes. Und drückt mir die Daumen, seid mit mir, ich lehne mich weit aus dem Fenster. Wir müssen es heute schaffen. Nun, das ist ernst, ich muss mich beeilen. Was ist ernst? Ich habe ein paar Stunden, bis sie zurückkommt. Zeit, das Geheimnis ihrer selbstgemachten Süßigkeit zu finden. Okay, also wir wollen hier ein bisschen Süßigkeiten zuppen. Betritt das Grundstück. Zähne. Ich weiß. Zähne. Bevor ihr alle ausrastet. Zähne. So. It's locked. Verschlossen. Ja, ich weiß, dass sie irgendwo einen Zweitschlüssel versteckt hat. Alles klar. Oh, hier. Maybe? Nein. Eine fette Scholle. Es ist erstaunlich, dass so ein kleiner Junge das so weit einfach wegschieben kann, so ein Riesenstein. Ich würde es wahrscheinlich nie so ohne weiteres schaffen. Hier ist ihn. Okay, dann nimm ihn. Hier ist ihn. Schön. So, Inventar tappen. Es ist immer noch verschlossen. Ja, tapp. Ah, ich sollte den Schlüssel benutzen, den ich gerade gefunden habe. Das ist ein guter Plan. So, tap. Und wir hier. Oh, wir haben noch einen Schlüssel bei. So, und damit öffnen wir. Creepy, yay. Nach dem, was diesen Sommer passiert ist, verdächtigt jeder jeden. Sie haben mir heute Nacht nur ein paar Türen geöffnet. Ja, ich glaube, hier sind Kinder verschwunden. So, okay, wir. Es ist aber auch. Es ist eine geile Einfahrt, ne? Irgendwie. So, hast du hier dein Tor? So, dann kommst du so zu deinem Grundstück hier. Finde ich geil. Helms Klamm Style. Wunderbar. So, Private Property. Keep out. Privatbesitz. Betreten verboten. Na, sie scheint nicht gern Besuch zu empfangen. Natürlich, wie in der Stadt, nennt sie eine Hexe. Man sagt, dass sie sich die Zehen amputiert hat, nachdem sie während des härtesten Winters seit Menschendenken isoliert war. Während ich zusah, schlürfte sie aus dem Haus, um Feuerholz zu sammeln. Sie hat mich fast entdeckt. Das ist hart. Erstmal schön hier reinholt, Messnard. Wunderbar. So. Das riecht schrecklich. Den mache ich nicht auf. Okay. Können wir hier noch irgendwo hier auch lang gehen? So, das Anwesen ist wirklich gigantisch. Gigantisch. Aber wir wollen Candies. So. Also ich weiß, dass Benny und ich letztens total verzweifelt sind. Und hier irgendwie einen Schlüssel nicht gefunden haben, bin ich der Meinung. Oder irgendwie. Ich glaube, wir haben einen Schlüssel nicht gefunden. Genau, hier oben haben wir nämlich einen Brunnen. Ich finde es auch wirklich geil. Wir sind jetzt tatsächlich ein paar Tage vor Halloween. Ja, ich glaube 8 Tage. Nur falls ihr jetzt das Video hier, keine Ahnung, im Juli 2024 sehen solltet. Also wir haben es versucht, pünktlich zu Halloween zu bringen. So, was haben wir hier? Ein Gummihandschuh. Ich nehme ihn. Okay, schnapp's dir. Oh, und hier haben wir Schlüssel. Das ist einer der seltsamen Schlüssel, wie der, den ich letzte Nacht gefunden habe. Wo denn? Ja, er ist auf etwas gefallen. Er hat das Wasser nicht erreicht. Schön. Okay, wahrscheinlich ist er in den Topf gefallen. In den Eimer, besser gesagt. In den Topf. So, geil. Ich kann nicht daran ziehen. Es hängt irgendwo fest. Vielleicht könnte ich es schneiden. Haben wir ein Messer? Wir haben natürlich kein Messer. Ne? Haben wir irgendwas zum Schneiden? Gummi, Handschuh, Taschenlampe und... Ich habe ihn in der Nähe des Eingangs gefunden. Er sieht wie ein Schlüssel aus, aber wofür weiß ich nicht. Und ich weiß nicht wofür. So, hier haben wir die Karte. Erforscht die Umgebung. Alles klar. So, können wir hier nochmal an der Kurbel drehen? Ich kann sie nicht bewegen. Sie klemmt. Na, verdammt. Okay. Vollmond. Eine gruselige Nacht. Aber es ist Halloween. Ich will Süßigkeiten. Oh, und da vorne haben wir ein Haus. There is a house zu Halloween. Ja, was haben wir hier? Hier haben wir noch ein paar schöne Beete. Oh, kann man hier was nehmen? Ah, hier muss sie ihre Kürbisse züchten. Obwohl es in der Stadt eher Zuckerrüben gibt. Ja, das macht ja nicht so schöne Kürbisse hat sie hier. Die gute. Die Hexe. Zieht man denn Kürbisse tatsächlich hier mit solchen Zuchtdreiecken hier? Also ich bin jetzt nicht der Gärtner bei Gott irgendwie, aber das sieht mir auch nicht wie Kürbis aus. Das sieht mir aus wie Ahorn. Aber komm, wer bin ich, dass ich beurteile?
So, oh, there's an axe. Für die Menge Holz sieht sie ein bisschen klein aus. Egal. Ich nehme sie vorsichtshalber mit. Sehr gut. Was? Können wir denn damit jetzt nicht das Seil durchschneiden? So. La, 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 la. Ist echt geil. Irgendwie, weil grundsätzlich ist das so schwarz-weiß, außer bis auf die Orangetöne. Also ich finde den Filter ist halt sehr, sehr cool. War schon geil. Okay. So. Den schnipp ich schnapp und vielleicht klappt es. So. Und ich muss die Wasserpumpe einschalten und schauen, wo das Rohr endet, bevor ich das Seil durchschneide. Schade, okay. Aber wir wissen, mit der Axt können wir das Seil durchtrennen. Die Wasserpumpe anmachen. Die Wasserpumpe. Gucken wir mal kurz in den Schuppen. Ja, total wieder verlaufen hier. Der Schuppen ist hier vorne. Ich laufe in die völlig andere Seite Richtung. Ist doch. Ist aber Wahnsinn. Eine Orientierung, der Stief. Geht gar nicht. Geht gar nicht, du. So. Oh, warte mal da. What is this? Das sind viele Chemikalien. So können wir uns hier den. Und das war's. Was ist denn für Meißel hier, die hier liegen? Eine Sense. Nimm sie. Eine alte Sense. Sie ist wohl lange nicht benutzt worden. Okay. Oh. Spiel wird gespeichert. Ah, alles klar. An den Schneekugeln können wir unser Spiel speichern. Das ist gut. Das ist sehr gut. Was haben wir da? Knochen. Das sind die Überreste von irgendeinem Tier. Glaube ich. Weiß nicht. Wie Oberschenkelknochen aus. Vor einiger Zeit sind da ein paar Pferde durchgegangen und man hat die Kadaver aufgeschlitzt und in einer Waldlichtung gefunden. Aha. Die Eingeweide waren intakt, aber die Knochen haben gefehlt. Was? Man weiß nicht, welche Art von Kreatur das getan haben könnte. Boah, Alter, so komplett entgrätet, Alter. Ist ja auch heftig. Oh, warte mal. Hier? Können wir hier eventuell anmachen? Für Wasserpumpen geeignet. Das ist sehr schön. Denn wollen wir sie anmachen? Nein, wir können sie nicht anmachen. Okay, lass mich raten, mal etwas fehlt. Etwas fehlt noch, natürlich. Schön. So, was haben wir hier? Eine Zeitung. Nach dem spurlosen Verschwinden eines weiteren Kindes steigt die Sorge. Es ist erstaunlich, dass niemand gesehen hat, was passiert ist. Das ist etwas und da, das ist etwas unter der Zeitung. Ah, ein Schlüssel. Das könnte der Schlüssel zum Haupteingang sein. Nimm ich. Nice. Nice. Oh, jetzt weiß ich wieder, Alter. Ja, danke. So, kurzer Einschnitt. Oh! Oh, Scheiße. Ja, und ich habe gerade mein Wasser über meinen Rechner verkippt. Das ist ja auch geil. Ich werde gleich mal wieder da. So, ja, war schön. So, das ist schon seit Monaten nicht passiert. Ich dachte, es wäre weg. Aber ich glaube, diese Situation macht es noch schlimmer. Irgendetwas stimmt nicht. Sie war nie so gewalttätig. Ich sollte vorsichtig sein, wenn ich draußen bin. Wenn ich nicht in der Nähe einer Zuflucht bin. Wenn ich ihre Anwesenheit bemerke, kann ich die Taschenlampe ausschalten und mich ducken, um zu versuchen, mich zu beruhigen. Okay. Und Taschenlampe mache ich mit F aus, verstehe. So, heißt es, wir bilden uns das ein, wir sind ein bisschen aufgeregt und bilden uns jetzt sowas ein. Yay, Waschbär, grüß dich. Seine Füllüberhose runter und Hände her. Sehr schön. So, dann lass uns doch mal dieses wunderschöne Anwesen hier angucken. Ja. Das ist so einladend. Es ist so wunderschön einladend. Hier würde ich gerne mal wirklich hingehen und einfach mal an die Tür klopfen und sagen, süßet oder sauret. Für diesen Kamin hatte ich, immer Angst. Ach, wir kennen das hier schon, ne? Man sagt, dass der Rauch die Gesichter der Menschen zeichnet, die sterben werden. Ich glaube, einmal habe ich meins gesehen. Okay. Ja, nö, kann man, ja. Das ist einfach. Ja, lebensbejahend, durch und durch, kleiner Mann.
So. Hallo? Sie scheint nicht daheim zu sein. Ah, verschlossen. Warte mal. Wir haben ja einen Schlüssel gefunden. Ich kann den Schlüssel ausprobieren, den ich vorhin. Ja. Kann man machen. Gut. Alles klar. Denn lass uns den nochmal ausprobieren. Ist es this one? Ja. It fits. Es klappt. Die Tür ist offen. Na dann. Open the gates to hell. Hallo? Süßes oder saures? Ma'am? Hallo? Das ist ein sehr schönes Haus, was Sie hier haben. Okay. Ein Kratzer. Man versetzt sich in die Lage von diesem kleinen Knirps. Ja, das Grundstück allein ist schon krass. Ja, gruselig wie Sau. Und du gehst in dieses Haus. Hast irgendwo einen Schlüssel gefunden. Du gehst in dieses verschlossene Haus. Und du findest tatsächlich so einen Ritualkreis hier. Ja, vielleicht hat auch einfach bloß einer ein Auto mit einer Felge aufgemalt. Kann halt auch sein, ne? Vielleicht ist er Autofan. Aber ich persönlich sehe hier einen Ritualkreis. Und da würde ich als kleiner Junge... aber ganz schnell weg. Aber ganz schnell weg. Nope. Kann ich... diese Zeichnung habe ich schon einmal gesehen. Ja, bei Automotorsport. In der Stadt verbindet man das mit geheimen Hexentreffen. Ah. Oh. Sie jagen uns Angst ein, indem sie uns erzählen, dass sie in Kinderfleisch und Menschenblut baden. Na, wenn schön wie die Haut ist. Geschichten, damit wir uns nicht zu Hause wegschleichen. Yay. Alles klar. Oh, was haben wir hier? Wie man ein Kind davor bewahrt, dich zu verbrennen? Was? Wie man ein Kind davor bewahrt, dich zu verbrennen. Lass ich mal so vollkommen unkommentiert. So, was haben wir hier schildert? Der Leuchtturm von Rock Rose. Meine Eltern haben mir über diesen Ort Geschichten erzählt. Auch wenn es nur ein Foto ist. Ich bekomme Gänsehaut. Okay. So, dann schauen wir... Mann, Alter, eine Knarze hier in der Bumsbude. So, hier können wir nochmal speichern. Spiel gespeichert. Und wir können, ach, schöne Wischlappen und Tischläufer. Die sollte jeder zu Hause haben. Bücher. Viele Bücher. Also, Notizbücher. Oh, Candies. Jawohl. So. Aus Sicherheitsgründen gibt es ab 18 Uhr eine Ausgangssperre. Diesen Sommer verschwanden 4 Kinder. Nachdem die letzten Maßnahmen ergriffen worden waren, aber ich bin in der Halloween-Nacht nicht zu Hause geblieben. Ich denke jetzt seit 16 Wochen darüber nach. Ich habe mich auf meinen nächtlichen Ausflügel gefreut. Ja, schon krass mutig, der Kleine. Kann man nicht anders sagen. So, wir schauen uns mal weiter um. Was haben wir hier? Was ist denn das für ein hässliches Bild, Alter? Wer kommt denn auf die... Komm, ich mach mal ein schön verwackeltes Foto und da mach mal ein schön gerahmtes großes Bild aus. Das wird super. Das wird super. So, was haben wir hier? Erschaffe, füttere und beherrsche deinen Homunculus. Ach, deinen Homunculus. Schön. So. Ah, it's locked. Sie ist verschlossen, aber ich sehe keine Schlösser. Es muss einen Weg geben, sie zu öffnen. Ich sollte mich umsehen. Na, vielleicht... Oh, wir können springen. Der Widderschädel? Nope. Das wunderschöne Bild von einer andalusischen Steppenlandschaft. So, hier ist der schöne Fernsehplatz. Er ist nicht angeschlossen. Ich glaube nicht, dass er funktioniert. Er ist zu alt. Gut. Oh. Es geht darum, wie man Tiere oder sogar junge Menschen beeinflusst. Das ist seltsam. Ich habe das Gefühl, mit diesem Ort verbunden zu sein. Als ob ich nicht heim könnte, bevor ich etwas beendet habe. Obwohl ich gerade erst... obwohl es gerade besser ist, nicht zu Hause zu sein. Warum denn? Wieso denn? Ich denke, das wäre besser, als zu Hause zu sein. Warte, oh, ein rotes Buch? Da oben ist ein seltsames, ein einsames Buch, aber ich komme nicht dran, um es mir näher anzusehen. Okay. Nimm diesen Hocker. Nimm Hocker. Benutze Hocker mit Regal. Ziehe Hocker. So, und nun? Schwump.
Was haben wir hier? Geheimnisse der Hexerei. Hidden. Yeah. Galaxy Falls. Hatte 4K. Schön, ja, 100 Pro. 100 Pro. Also. Jawohl, Alter. Aber jetzt mal ohne Scheiß, kennt ihr das noch irgendwie als Fernseher noch diese Holzfurnier-Scheiße hatten hier irgendwie? Also ist ja kein Holz, war ja einfach nur eine Folie, ne? Aber wir hatten auch so einen Fernseher mit Holzfolie. Weit, weit in einer weit entfernten Galaxie. Vor langer Zeit. Ha! There's blood on the floor. Und auch hier haben wir wieder so einen Moment, wo ich als kleiner Junge umdrehen würde. Da hätte ich viel zu Fisches. Hallo? Oh, da liegt noch eine Zeitung. Hallo? Hallo? Wäre denn irgendjemand? Ich mach mal Fenster auf, das stinkt hier ein bisschen. Ja? So, schön. Ah, die Gasflaschen stehen hier rum. Ah, Abwasch. Wunderbar. Ah. Ach, schön in Reitauchen nachher. Das wird schön. Das wird schön. Da freut mich das ganze Jahr schon drauf. Okay. Okay, wie mal weiter. Mann, Alter, ich weiß auch gar nichts mehr jetzt hier vor diesem Spiel. Ey, das ist nichts hängen geblieben. Versteht nicht. Ah, es geht um die Nutzung von Knochenstaub in alter Medizin. Je mehr das Subjekt zum Zeitpunkt des Todes gefoltert wurde, desto effektiver. Ich habe Fragen. Ich habe Fragen. Am besten hat man die Knochen junger Gefangener benutzt, die zum Tode verurteilt und kürzlich hingerichtet wurden. Und meine Fragen häufen sich. Oh, wie er noch so knirscht. Wie so, als wenn man seine Hand über den Ballon zieht. Ja. So, immer weiter. Hoppala, nicht so rennen. So, weiterer Schrank. Wir schauen mal rein. Oh, ein Bild. Wie schön. Es ist das Ding, das in der Speisekammer hing. Etwas ist an das Seil gebunden. Es sieht aus wie der Schlüssel, den ich gefunden habe. What? Okay, aber da hing jetzt gerade nichts. Da hing nichts. Ach, Sperr, ich werde mich mal nachher nochmal. Deswegen, ja. Ja, hier ist... Ach nein, nun. Könnte da reingefallen sein, aber ich stecke nicht meine Hand rein. Aber wir haben noch einen Gummihandschuh. Wir haben einen Gummihandschuh. Igitt, ich habe ihn. Ich glaube, ich lasse den Handschuh lieber hier. Ja, macht das. Juicy. So, was haben wir denn jetzt bekommen? Wir haben den Schlüssel, den ich am Eimer gefunden habe. Okay, alles klar, cool. Nice. Weiter geht's. Es ist so schön hier. Einfach, Feng Shui in diesem Haus stimmt halt einfach durch und durch. Ja, hier ist halt einfach so eine Wohlfühloase. Menschliche Anatomie. Der Psyrembel von gestern. Wunderbar. So, hier drüben, was haben wir hier noch für super Schmökerschinken, Knochen, Mark und Haut? Okay. Ja, das geht nicht. Das ist eine Art Loch, wo man etwas reinstecken kann. Was? Ich habe ihn eingeschaltet, um nach oben zu kommen. Oh, okay, ich gehe mal von aus. Vielleicht. Dieser Schlüssel. Es funktioniert bereits. Na dann. Und es geht nach oben. Ein tolles Fachwerkhaus aus dem frühen Alter, Zeitalter der Vorväter, vor der Gründungsväter. Es ist einfach wunderbar. Ah. Oh! Hallo? Black War! Grüß dich!
Vielleicht kommt Besuch? Oh, nee. Ach, ist mal gleich unangenehm. Ist einfach mal gleich unangenehm hier. Ah. Hello? Is it me you're looking for? Okay, sie scheint weg zu sein. Oder vielleicht hat sie sich nochmal hin. Hat mal ein bisschen Bubu gemacht noch. Schön. Ah, da hat wieder jemand gelesen, heimlich nachts, ne? Okay, alles klar. Berühre die falschen Fenster so. Ein Boot, wo du schläfst. Ein Kamin, wo du kochst. Ein Drachenbaum, wo du dich sättigst. Ein Vulkan am Eingang. Ein Auto, wo du dich aufwärmst. Das ist alles. Ich nehme die Notiz mit, um später nachzusehen. So, was haben wir haben? Ich weiß nicht, was ich tue. Das trifft so oft in meinem Leben zu. Ich weiß nicht, was ich tue. Schön. Ah, verschlossen. Mist. Sie klemmt. Ich brauche etwas, um sie zu öffnen. Schlüssel? Aber sieht doch nicht nach Schlüssellöcher aus. Nicht 1, 2, 3. Sieht doch nicht so nach Schlüssellöcher aus. So, hier wieder die andalusische Schleppe. Hier, wunderbar. Schön, schön, schön. Hallo? So, dann schauen wir mal hier rein. Ach, der Badezuber. Was? Ein Rezept zur Herstellung eines starken hausgemachten Ätzmittels. Da werden verschiedene Chemikalien gemischt. Selbst eine kleine Menge richtet Schaden an fast jedem Material an. Selbst an Metall. Okay. Okay, okay. Sollen wir hier nachher noch was mixen? Ja, scheint so. Okay. So, wie kann ich mir denn das jetzt hier nochmal angucken, sag mal? Okay, die falschen Fenster, so ein Boot, wo du schläfst. Warte mal. Oh, als ich hier gedrückt habe, hat etwas geklickt. Okay, alles klar. Alles klar. Ein Kamin, wo du kochst, dann auf zur Küche. Oh Gott. Auf zur Küche, Freunde. Ist auch geil, Alter, wer sich hier so ein Fahrstuhl einbaut. So, hier. Knirscht so vor sich hin. So. Okay, das ist das einzige Bild. Wohl koche? Oder zählt das hier mit zu? Ja, das scheint hier mit zuzuzählen. Ein Kamin. Alles klar, wir haben den Kamin. Und als nächstes kommt ein Drachenbaum, wo du dich sättigst. Ein Drachenbaum, wo du dich sättigst. Also hier vorne bei der Speisesaal bin ich der Meinung. Und gucken wir mal. Drachenbaum. Ah. Okay. Danach war Vulkan am Eingang. Let's get back to the Eingang. Nein, da trete ich nicht rein. Was ist das hier? Der Ätna? Wunderbar. Und dann ein Auto. Wo war jetzt das Auto? Ein Auto. Ja. Wo du dich aufwärmst. Am Kamin also. Ist das ein fürchterliches Geräusch. Soll ich jetzt hier rintreten? Oh. Ist das fies, Alter. Okay.
Man hat sogar zwei Fahrstühle. Warum auch nicht? Ja, da bin ich gleich mal sprachlos. So, das ist ein Loch. Ja, okay. Warte mal, können wir hier... Ich habe ihn in der Nähe. Passt der hier? Der passt. Passt perfekt so, ja. Na Mensch. Ja, wollen wir mal. Push the button. Finde den letzten Schlüssel zum Aufzug. Okay. Alter, ist hier voll der Minenschacht, ey. Ich wiederhole, kleiner Junge. Hallo? Schön hier. Ma'am? Oh. Habt ihr hier gerade irgendwas knurren hören? Ich weiß tatsächlich nicht, ob jetzt schon der perfekte Zeitpunkt wäre, um die Taschenlampe auszumachen und zu ducken. Im Real Life definitiv. So, ach, hier ist die Packstation. Schön. Bringt aber auch ein Scheiß, Alter, wenn ich mich jetzt hier ducke ohne Taschenlampe. So, kann man hier irgendwas mitnehmen? Ich sehe einfach eine Scheiße aus, halt die ganze Zeit hier irgendwelche Öle, also irgendwelche Motorenöl und Kartons. Sind die Poststelle. Hallo? Genau, ein paar Süßigkeiten, Mann. Boah, ist jetzt so ein Stranger Things Ding, Alter? So ein Demagogon? Was ist denn das da, Alter? Sir, brauchen Sie Hilfe? Soll ich Ihnen den... Ach du Soll ich Ihnen vielleicht den Rücken einseifen? Es wäre kein Problem. Ich hol mal... den... Luferschwamm. Oh, Feuer. Oh, was ist das? Ein Meißel? Ein Meißel. Der könnte mir helfen. Grab it. Was? Komm, Alter. Wer hat denn jetzt hier mit irgendeiner Stange geschmissen, Mann? Ach, das Tablett ist runtergefallen. Das ist aber schön. Klang war noch ein sehr, sehr schweren Tablett. Oh, fuck, Alter. Was soll denn das doch darstellen zur Hölle, Alter? Das ist jetzt so ein Stück Molluskel, so ein Hummel. In einer Wanne. Was? Ja, was? Ich geh weg. So, wir haben den Meißel. Was können wir mit dem Meißel machen? Können wir mit dem Meißel irgendwas machen? Wir können eventuell probieren, den Schrank oben aufzustemmen. Schnell weg. Fürchterlich. So, ich hoffe, der Fahrstuhl geht noch. Das wäre schön. Ja! Hurra! Oh. So, alles klar. Hallo. So, dann nehmen wir mal schnell nach oben. Unangenehm. So, hier sitzt, hier thront so ein bisschen, der Familienmonarch, oder, wie ist es? Hat er noch nicht mal einen Teller vor sich zu stehen? So wirklich. So, okay, alles klar. Hoch mit uns. So, Daumen drücken, dass es jetzt hier geht. Weil ich wüsste ansonsten nicht, wo ich den Meißel jetzt sonst benutzen sollte.
War vorhin hier auch schon Licht an, ja, ne? Sie klemmt auch irgendetwas, um ihn zu öffnen. Meißel! Man hätte auch die Axt nehmen können, tatsächlich. Oh yeah! Ich glaube, ich habe nichts kaputt gemacht. Aber das war ganz schön laut. Was? Okay, müssen wir jetzt sneaken? Oh nein. Vorsicht, scheint ätzend. Perfekt. Very corrosive. Okay, warte mal, hier war doch irgendwas hier mit Metallätzen und tralalalalala. Eine Rezeptorherstellung, ja, 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 ja. Hm? Okay, aber das war, ich kann jetzt... Haben wir jetzt schon die fertige Form dieses Mittels oder müssen wir jetzt noch irgendwas mixen? Jetzt eine Flüssigkeit eigentlich. Okay. So, na dann würde ich mal sagen, wir gehen mal raus. Aus dem Haus. Ja! Oh, die Augen. Oh, holy moly, ey. Ich muss aus dem Fenster. Kann ich jetzt an ihr vorbei? Na? Na? Oh. Na? Der Ciao-Ciao. Oh Gott. Oh Gott. Oh, es ist fies, Alter. Ist das ja mein. Oh. So, und ich weiß zum Beispiel, dass Benny und ich beim letzten Mal, also es war wirklich tatsächlich, wir haben es zum letzten Halloween-Special hier gespielt auf dem Kanal. Und ich weiß, wir haben es irgendwie nicht geschafft, diesen Schlüssel da zu kriegen. Und ich weiß tatsächlich... Was denn jetzt? Was denn jetzt? Ist die Alte hier schon wieder? So, wir holen uns mal ganz kurz hier noch das Stück Zeitung, was hier lag. Vielleicht liegt ja irgendwas unter der Zeitung. Die Geschichte dieser vier Kinder sind überall. Die Gesichter, meine ich. Ja. Denn... Oh! Okay, okay, stimmt. Hier. Oh nein, hier sind noch so eine Viecher rumgekrabbelt, richtig. Jetzt müssen wir wirklich aufpassen, tatsächlich, damit wir hier nicht von irgendwas erwischt werden. Nö, nö, nö. Nö. So, dann gehen wir. Nee, hier gehen wir mal runter, wo wir eventuell langlaufen können. Dass wir hier irgendwie Fallschaden bekommen oder so, uns irgendwie die Klippe runterstürzen und dann nochmal von vorne anfangen müssen. Ich weiß zum Beispiel auch nicht, wie die Checkpoints hier waren. Ob das jetzt so, ja, musst du von vorne anfangen, sorry. Nein, ich hätte ja mal speichern können, wa? Viele das Bedürfnis zu speichern, ich fühle das auch. Ich gehe mal kurz ins Haus und speichere nochmal. Sorry, wenn euch das jetzt nervt, weil das ist halt so ein bisschen Mikro-Backtracking, aber da müsst ihr jetzt halt einfach durch. Irgendwie. Ich bin halt so ein Safety-First-Typ irgendwie und wenn ich speichern kann, dann wird gespeichert. Und zwar hier. So, okay, besser. Kann ich hier rüberspringen? No. Kann ich nicht. Man hätte auch mal tatsächlich meinen Weg ein bisschen hübscher machen können. Das ist ja über der 30 liegt hier rum. So eine schöne Feuertonne irgendwo gemacht oder für einen Kamin gesammelt. So, ja, toll. Was ist das hier? Oh. Ein Schloss? Verschlossen. Das Schloss sieht sehr stabil aus. Jetzt eine Flüssigkeit, Freunde.
So, und schon ist es korrosiv. Aber noch nicht offen. Ich glaube, jetzt kann ich das aufbrechen. Na denn? Axt. Das gehört da nicht hin. Mit dem Meißel? Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Es flackert um mich herum. Kein Problem. Ich muss weg. Oh no. Oh no, 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 no. Okay, also nächster Cojones-Test für den Zwerg. Einfach in so eine Höhle rein klettern. Wunderbar. Das ist der Teddy, den ich eins der Kinder dabei, den eins der Kinder dabei hatte, das verschwunden ist. Woher wisst du das? Sie haben nicht aufgehört, jeden Tag im Fernsehen darüber zu berichten, bis die Ausgangssperre kam. Ja, und sollten wir jetzt hier weiter rinlaufen? Ich weiß nicht. Wenn hier schon der Teddy des verschwundenen Kindes ist? Und nicht nur der Teddy, ey. Ach du Scheiße. Ja, vier Särge, vier verschwundene Kinder. Ach du Schande, ey. Ich kann nichts hören. Ich glaube, das Rohr kommt vom Brunnen. Nein, hier kommt es an. Hier kommt es an. LOL. Würde Benny jetzt sagen. Ja geil, dann würde ich mal sagen, wir gehen zum Brunnen und jetzt können wir vielleicht das Seil kappen. Das wäre gut. So, ich hoffe, wir kommen auch so unbeschadet dort an. Das wäre echt toll irgendwie. So. Ah. Oh. Oh, no, 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 no. Oh, komm. Nein, 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 nein. Es ist hier, es ist irgendwo. Lass mal kurz die Taschenlampe aus und lauf jetzt mal außen lang. Ich weiß auch nicht, ob es eins dieser Wesen ist oder mehrere, die hier rumflitzen. Im Worst Case sind es wirklich mehrere und dann bin ich am Arsch. Bin ich am Arsch. So, nicht wundern, wenn ich mal kurz die Taschenlampe auslasse. Ich versuche mal wenigstens kurz im Haus zu kommen. Erstmal safen. Und dann? Dann gehen wir zum Brunnen. Und wenn ich ihn richtig verstanden habe. Was nu, was nu, was nu? Was nu? Warum? Warum? Warum ist hier drin auch noch? Oh, oh nee, oh nee, oh nee, oh no, oh no, no, no. Der ist. Ach, der ist hier vorne wahrscheinlich auf der Veranda lang gelaufen, wa? Nicht gut. Nicht gut. So, hier oben müssen wir hin zum Brunnen. Und jetzt können wir vielleicht das Seil kappen. Nee, können wir nicht, weil wir haben die Wasserpumpe noch nicht angemacht. Und wir haben die Sicherung für die Wasserpumpe noch nicht. Wo findet man die Sicherung? Scheibenkleister. Stimmt, wir müssen die Sicherung noch anmachen. Das fehlt noch. Ja, die Sicherung da unten. Wir sehen ja das leere Fach. Klassiker. Sollen wir nochmal ins Haus? Ich weiß nicht, Leute, habe ich im Haus halt übersehen? Die irgendwo als alte Back. Als alte Backseat-Gamer, die ihr alle seid, habt ihr irgendwo hier eine Sicherung gesehen? Vielleicht bei ihm unten? So, ich versuche mich mal genau nochmal umzusehen. Nö, 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 nö. Fangen wir am besten nochmal jetzt hinten an. Irgendwie düst nochmal hoch in die erste Etage.
schlechter Ort irgendwo. Zur Not arbeiten wir uns halt einfach runter. Bis in den tiefsten Keller. Warte mal, hier vorne waren wir ja dran, oder? Eine Sicherung. Scheint im guten Zustand zu sein. Alles klar. Na dann, komm. Wenn es doch immer nur so einfach wäre. Okay, also wieder runter. Sicherung einsetzen, Wasserpumpe anmachen. Und dann Seil durchschneiden. Das ist der Weg. Das ist der Plan. So. So, schnellste Flitzer ist halt auch nicht irgendwie. Ne? Die kleinen 1,40 hohen Kinder sind halt auch einfach nicht die schnellsten Renner. Ah, schnellsten Flitzer. So, okay, alles klar. Dann rein mit uns. Ich bin ja froh, dass hier keine Ausdauer runtergeht oder irgend so ein Scheiß. Ja, ein Erwachsener hätte wahrscheinlich hier 20 Meter laufen. Etwas fehlt. Ja, alles klar. Wir tappen und Nudelholz einsetzen. Ja, schön. Ich glaube, ich kann sie jetzt einschalten. Na dann. Zip. Und. Klingt nach einer ziemlich volumenfördernden Pumpe. So, einmal Save für Dave. So, okay, na dann hoch zum Brunnen. Das heißt also aber auch, dadurch, dass wir nicht so schnell rennen können, kriegen uns diese Viecher definitiv. Ich bin auch der Meinung, letztes Mal haben sie uns auch bekommen. Weil ich glaube, du kannst dich auch nicht gegen die wehren. Du kannst dich halt wirklich nur verstecken vor ihnen. So, na dann. Ja, ich kann nicht dran ziehen. Das ist mir egal. So, schneid das durch, kleiner Junge. Jawohl. Blub. Ich habe gehört, wie sich etwas Metallisches durch das Rohr bewegt. Oh, oh shit, oh shit. Wo? Da kommt es, da ist es, irgendwie. Ah, wir müssen weg. Oh nein, ich will die Axt. Können wir die Axt nicht mitnehmen? Please, gib mir die Axt. Nein, es bleibt da. Was ist hier? Es funktioniert. Ah, schön. So, dann würde ich mal sagen, zurück in die Höhle. Kann ich runterstürzen? Geh um. Hier lang. Ich geh mal hier lang. Mal gucken. Ich hoffe nur nicht, dass ich jetzt hier viel in die Arme renne. Oh, das ist gut. Das ist eine gute Abkürzung gewesen. So, hinein nach Khazad-dûm. Einfach schön hier. So. Ach, der arme Teddy. Und dem sonst mir eigentlich richtig leid. So, okay. Ich höre das Wasser plätschern. Und hier ist ihn. Finde das Süße und geh heim. Nice. Okay, cool. Wir haben den nächsten Schlüssel. Und dann auf zum Fahrstuhl. Was? Okay. Ist überhaupt nicht gruselig, wenn hier irgendwas raschelt und irgendwelche kleinen Kieselsteinchen runterfallen. Okay. Dann auf zurück zum Haus. So, bitte stirb nicht unterwegs, kleiner Junge. Und es knackt und knirscht. So, und jetzt können wir mit dem Fahrstuhl... Oh, fuck, 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 fuck. Oh no, 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 no. Wulfner, kommt hier einfach mit einer Gruppe mit 115 Leute rein. Seid ihr denn verrückt, ihr Lieben? Hallo,
Hallo, willkommen bei Benny und Steve. Ich bin Steve. Leider fehlt Benny heute da drüben aus persönlichen Gründen. Wir spielen ein Horrorspiel und zwar Horror Globes. Und es ist gruselig. Willkommen bei uns auf dem Kanal, ihr Lieben. Fühlt euch frei. Schreibt. Bleibt, wie ihr wollt, ihr Lieben. So, ich mach mal die Taschenlampe wieder an. Wir müssen hier ein bisschen aufpassen. Wir müssen hier rumschleichen und werden hier von ziemlich fürchterlichen Viechern irgendwie manchmal erwischt. Ja, moin. Giftpilz, dankeschön. Hi, grüß dich. So, hier ist das Schlüsselloch für den letzten Schlüssel. Und wir haben den letzten Schlüssel gerade gefunden und wir fügen ihn jetzt ein. Und wir wissen nicht, was uns unten im Keller erwarten wird. Es funktioniert bereits. Ja, na dann, push the button. Wolfner, ihr Lieben, was habt ihr gespielt? Ihr wart ja bei Days, nicht bei Days Gone, sondern danke für den Follow-Gift-Pilz. Vielen, vielen Dank. Daisy habt ihr wieder gespielt, ne? Warum ist meine Taschenlampe jetzt aus? Meine Taschenlampe ist aus. Und warum hat man denn so einen Keller unter seinem Haus? Warum? Ach, bin ich dagegen, Alter. Yep, Daisy, eine Base geradet. Wunderbar, fantastisch. Großartig. Oh, okay. So, wir beschleunigen mal unseren Gang. Ey, jetzt mal ohne Scheiß, ja. Wir sind auf ein Grundstück gelaufen, was komplett verwildert ist. Ja, da steht ein altes Haus drauf, ein alter Brunnen. Wir gehen in dieses nur aus Holz bestehende, von Bindfäden zusammengehaltene Haus rein, aktivieren einen hölzernen Fahrstuhl und befinden uns hier in einem... Das. Also, ich weiß nicht. Für oben hat der Beton nicht mehr gereicht, oder was? Also... Ach, und hier haben sie... Hallo, Tür? Wieso gehst du wieder zu? Oh, schön. Your health is our priority. Ja. Alles klar. Okay. Also ich würde gerne meine Taschenlampe benutzen. Das würde ich super finden, aber... Sie funktioniert nicht. Sie funktioniert nicht. Ah, verdammt. So, okay. Hallo? Hallo? Yay. Was erwartet mich denn jetzt hier? Wir sind übrigens ein kleiner Junge, der einfach süß ist. Es ist Halloween und wir wollen einfach nur Süßigkeiten holen. Und sind jetzt hier, keine Ahnung, bei Unterwelten gelandet. Es macht einen Knochen, wie schön. Ah, hier muss ja fließen, wie er nochmal ran. Das geht so nicht. Hallo? Ist denn keiner hier? Ich will doch nur ein paar Süßigkeiten haben, Mann. Einfach nur ein Snickers. Oder von mir aus ein Raider. Ist nur verzüßet. Und nicht so was hier. Na. So, okay, okay. Eine Tür. No. Was heißt no? Ach so, okay. Wir müssen sie händisch öffnen. Oh nö. Und die Tür ist zu. Das ist toll. Yikes. Es ist ein Rezept für Gelee-Flüssigkeiten. Und ich wusste nicht, dass Gelee aus Hautknochen und Knorpeln gemacht wird. Man muss sagen, am Anfang des Spiels wurde gesagt, dass die Hexe, die auf diesem Grundstück lebt, in diesem Haus, irgendwie die leckersten Süßigkeiten erwartet. Allerdings sind 4 Kinder verschwunden. Jetzt zählen wir mal 1 und 1 zusammen. Ich habe plötzlich nicht mehr so Lust auf Süßigkeiten. 1 von 5. Oh no, Alter. Zwei von fünf. Ach komm schon, ehrlich jetzt. Oh, nee. Oh, nee, ist hier... Nein. Mausezahn, ist hier noch einer da? Ach, komm. Och, hier noch ein paar Kekse oder was. 4 von 5.
3 von 5. Und lasst mich raten, wer ist Nummer 5 von 5? Boah. Das sind wir. Ist immer geil, dass die Tür von alleine auf und zu geht. Schon ein bisschen schön. So, okay. Hallo. Nope. No way, nein. Ich nehme mir ein paar Süßigkeiten. Hallo, Ma'am? Ma'am? Tut mir leid. Mama? Bin ich zu spät zum Essen? Wir sind ihr Sohn? Sweet as death. Thanks for playing. Ja, ihr Lieben. Vielen herzlichen Dank. Das war Horror Globes. Entschuldigt bitte. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch bitte gerne einen Kommentar unten in dem Video. Hinterlasst gerne ein Abo. Helft dem Kanal ein bisschen zu wachsen. Und wir sehen uns zum nächsten Horrorspiel wieder. Bis dahin. Willkommen auf dem Kanal mit dem beknackten Abmutz. Ciao, ciao.